Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Und ihr seht es schon, wir sind zurück in unserem alten vor der 100, in unserem großen alten Gefängnis vor der 100, wollte ich sagen. Was ist hier denn los? Ach du Leute, die haben Lampen gekauft. Um Gottes Willen. Ja, und es sieht auch ganz schön dreckig aus, wenn ich ehrlich bin. Na, warum wird denn da nicht vernünftig sauber gemacht? Wie dem auch sei, wir sind also wieder in unserem alten Gefängnis mit 171 Gefangenen und wir haben auch nach wie vor hier unseren schwerstgefangenen Block. Jetzt schauen wir mal kurz, was so der aktuelle Stand ist und warum gibt es neue Stunden? Natürlich, weil... Folgen. Natürlich, weil es eine neue Beta gibt und wie ihr wisst ja immer, wenn ein Alpha-Update kommt oder Beta-Update, gibt es bei uns hier die heißesten Infos. Und ja, das ist jetzt auch wieder der Fall. Übrigens möchte ich zitieren ein ganz tolles Zitat von dem dümmsten Menschen der Welt, der mich deabonniert hat, weil angeblich keine Prison Architect mehr Folgen mehr kommen. Ich meine, wie kann man das Spiel des Jahres, wie kann man denken, dass wir das Spiel des Jahres nicht mehr zeigen werden? Das ist schon ziemlich dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, so, wir gucken uns jetzt mal an, was wir jetzt hier in diesem Gefängnis alles noch nicht gemacht haben. Wir haben hier, glaube ich, noch keine Lernprogramme erstellt. Oh, da hat jemand einen Löffel geklaut. Da wollen wir mal eben schauen, ob wir denn... Oder ich weiß es gerade gar nicht. Was wir hier übrigens auch sehen ist, wir haben jetzt für normale und maximale Sicherheit unterschiedliche... Regimes können wir festlegen. Das heißt, wir können sagen, die schweren Knackis, die sollen halt mehr schuften und die anderen, die kriegen mehr Freizeit oder so. Das ist alles möglich. Das ist neu in diesem Patch. Außerdem haben jetzt Alkoholiker und also viel mehr Drogen, die reingeschmuggelt werden. Die haben jetzt einen Effekt, nämlich dass, ja, dass zum Beispiel ein Gefangener plötzlich mal eine Überdosis bekommen kann. Und da müssen wir ganz schnell mit dem Arzt dahin wetzen und den dann da entsprechend, was ist hier denn los? Also diese Wäscherei, ne? Das mit der Wäscherei, das funktioniert nicht mit zwei Wäschereien. Das funktioniert immer noch nicht gescheit. Wir werden immer von A nach B. Aber solche Sachen, die sollen jetzt auch behoben werden, denn es gibt, das ist auch neu in diesem Patch, es soll jede Menge... Ah, okay. Was haben wir hier? Aha, man braucht jetzt Tische. Unbedingt. Das ist auch neu. Ja. Man soll jetzt auch, was wollte man? Man will jetzt unbedingt auch riesengroß und breit an die ganzen Bugs, die es in diesem Spiel ja definitiv gibt, auch rangehen. Und das ist auch eine Neuigkeit. Und die Gefangenen ergeben sich, wenn man sie mit einer Waffe bedroht. Ja, also das heißt zum Beispiel, wenn wir aufständige Gefangene haben und haben also auch bewaffnete Guards, dann werden die entsprechend dann irgendwann mal die Hände hochnehmen und sagen, nein, ich will nicht. So, wir sehen, wir haben einen Klassenraum. Das heißt, wir haben offenbar schon ein Lernprogramm. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ah, jetzt gibt es erstmal Hapa Hapa. Wie das denn aussieht mit unserer Verhaltenstherapie. Haben wir Allgemeinbildungsprogramm. Haben wir jetzt auch schon drei, die sich qualifiziert haben. Dann starten wir das auch mal. Und jetzt sagt er natürlich alle Zeiträume blockiert, dann müssen wir die Programme mal neu ansetzen, aber selbst das, sagt er noch, ist voll. Ich weiß gar nicht, ob man dann einen zweiten, also Grundbildungsprogramm sieht ja gut aus, Verhaltenstherapie. Ich weiß gar nicht, ob man dann noch, ob man einen zweiten Raum bauen kann, das weiß ich gar nicht. Das sollten wir vielleicht mal testen. Jetzt wird erstmal Papa gemacht. Und hier sehen wir auch, wir haben jede Menge noch Material hier, dass wir Einkommen erzeugen. Hier sieht es auch so aus, als würden alle was zu essen kriegen. Ich glaube, wir haben auch genug Platz für alle Gefangenen. Da müssen wir mal eben schauen, ob die denn zufrieden sind. Wo waren wir denn hier? ja, wir kommen gleich zu den... Bedürfnisse, Schlaf, okay. Wir haben jetzt 10 Uhr, das heißt, die wollen auch gleich mal irgendwann ins Bettchen. Das ist ja auch in Ordnung. Und auch hier die Gefangenen, die kriegen auch lecker was zu essen. Da muss man dummerweise immer hier die Wache anrücken. Deswegen haben wir ja auch eine stationiert. Ja, insgesamt machen wir sehr viel Plus jeden Tag. Kriegen 8 neue Gefangene, haben wir Platz für. Kategorie Normal. Sollte eigentlich passen. Und wir können dann hier jetzt auch dann demnächst unseren Zellenblock hier weiter ausbauen. Ich weiß auch gar nicht, warum.
Warum hier nicht dran weitergearbeitet wird, warum könnte ich jetzt nicht feststellen? So. Warum hier nicht dran weitergearbeitet wird? Ach, wir hatten hier wieder Probleme mit den Türen. Oh. Wie wollte ich das denn machen hier? Ich weiß das gar nicht mehr. Also hier sollten Zellen rein. Das sehe ich. Dann sollten da hinten nochmal Duschen rein oder so. Und wahrscheinlich auch eine Werkstatt oder was ich da vorgesehen habe. Ich weiß es echt nicht mehr. Hier ist ja auch noch irgendwas vorgesehen. Hier könnte man zum Beispiel die Kantine nochmal erweitern. Aber ihr seht die Arbeiter hier, die bauen hier keine Lampen rein, kein gar nichts. Und wir müssten hier dann die Wand entfernen. Beziehungsweise hier offen machen, damit wir hier arbeiten können. Dann wollen wir erstmal schauen, ob hier alles zu ist. Das ist der Fall. Eventuell haben wir auch keinen Strom. Ja, seht ihr, das ist der Grund. Wir haben keinen Strom hier drin, deswegen wird es hier nicht hell. Dann machen wir mal... Dann legen wir mal die Stromversorgung hier weiter in den Gang rein. Oh, man kommt nicht durch Hochsicherheitswände mit Strom. Habt ihr gesehen? Das scheint nicht zu gehen. Da hat er gerade gemeckert hier. Seht ihr? Das geht nicht. Vielleicht wir müssen einmal komplett hier... Bis hier ran. Stromkapazität haben wir noch genug. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, welche Aufgaben wir so erledigen wollen hier. Wir kriegen ja jetzt ein bisschen Geld durch die Aufgaben. Wo war das denn? Da. So, Gefängnispflege. Schalte Wartung frei, schalte Reinigung frei, Gartenpflege, Vorarbeiter, Hausmeister. Ja. Wenn wir das machen, kriegen wir sofort das Geld. Machen wir. Erledigt. Besucherrecht. Baue ein Besucherzimmer. Haben wir. Mindestens 3 Besuchertische. Haben wir. Gemeinschaftsraum. Platziere Billardtisch. Haben wir. Kriegen wir auch. Dinglingling. Haben wir nicht. Wie? Baue ein Besucherzimmer. Haben wir doch hier. Oh, wir haben das gar nicht deklariert. Deswegen funktioniert das vielleicht auch gar nicht. Besucherraum. Und Export müssen wir auch noch festlegen. Nach den neuesten Änderungen. Die letzten Änderungen hatte ich euch ja gezeigt im, in unserer 100. In unserem Gefängnis Nummer 100. So, jetzt haben wir es aber. So, was fehlt dem jetzt? Innenliegend und Besuchertisch. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Dann. Zellenblock B. Erhöhe deine Kapazität auf 50. Haben wir. Zellenblock C. Erhöhe deine Kapazität auf... Nein. 100. Haben wir. Auf 200. Das ist die nächste Aufgabe. Die nehmen wir auch mal an. Was haben wir noch? Zertifizierte Sicherheit. Stelle einen Sicherheitschef ein. 10 Wachen ein. Patrouillen frei. Haben wir. Oder? Also bis zu 3 Wachen sollen wir eine Patrouille zuweisen. Okay, das könnten wir machen. Jetzt haben wir erstmal Geld. Warum montieren die Lampen nicht? Was ist denn da los? Ah, und wir müssen Export machen, damit wir unsere Waren exportieren können. Und wir hatten ja im letzten Gefängnis auch schon endlich mal einen... wo machen wir den Exportbereich hin? Machen wir den auf die andere Seite von der Straße? Oder verlängern wir den Abfallbereich? Ne, wir machen den auf die andere Seite von der Straße, würde ich sagen. Ja, wir hatten auch beim letzten Mal in unserem Gefängnis endlich einen Tischler. Also, das Geheimnis ist gelüftet. Was kann denn der Tischler? Ihr habt es gesehen, der baut wunderschöne Betten. Leider kann man ihn im Moment noch nicht für die Gefangenen benutzen. Bin ja mal gespannt, wann das kommt. Sicherlich auch irgendwann. Dann wird das der Fall sein. So, dann machen wir das mal bis hier hin. Und dann machen wir das dazu. Und dann würde ich sagen, machen wir da einen Exportbereich hin. Damit unsere Waren auch exportiert werden können. Denn obwohl wir ohnehin schon mit dem Gefängnis Gewinn machen, was ich eigentlich sehr erstaunlich finde. Machen wir schon mal so. Dann warten wir kurz, bis die fertig sind hier, die Jungs. Es haben auch einige von euch vorgeschlagen, ja, macht doch mal auf der anderen Seite hier, baut das mal in die Richtung aus. Naja, das ist ein bisschen blöd, weil die immer über die Straße latschen müssen. So. Und ich frage mich ernsthaft, was ich hier jetzt anders machen wollte. Ich glaube, ich wollte hier erstmal die Wand wegmachen, sodass wir hier einen Gang haben. Und dann kann ich hier auch ein paar Lampen reinbauen. Und ein paar Zellen reinbauen. Hochsicherheitszellen natürlich. Das machen wir dann auch gleich mal. Wir haben ja jetzt richtig Geld gekriegt, dadurch, dass wir die Regime-Sachen angenommen haben.
Und ein bisschen Cash verdienen wir auch. Das mit unseren Wäldern hier oben, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut funktionieren. Und jetzt seht ihr auch die Exporte laufen. Und wir können jetzt, glaube ich, auch hier die Exportfläche vergrößern. Das heißt, wir reißen das hier noch ab. Und machen dann aus dem gesamten Ding Export. Da stehen die Bretter, seht ihr? Also Bretter werden exportiert und dann von den LKWs mitgenommen. Sieht doch alles sehr gut aus. Der hier ist müde und stationiert. Da sollten wir vielleicht dann nochmal überlegen, ob wir den Boden hier auch noch schnell machen. Also ob wir hier Beton drunter machen oder Asphalt oder so, dass es ein bisschen schick aussieht. Ich glaube, wenn wir hier an den Eingangsbereich Asphalt machen oder schnell in Gebäuden, das ist halt langsam. Gehwegplatten könnten wir hier noch legen. Und dann können wir hier so eine Grasstreifen legen, damit es mir schön aussieht. Da kommen die ganzen Besucher. So, und dann würde ich hier halt auch Gehwegplatten hinlegen, dass die auch hier in ihrem Bereich, wo die Sachen hin und her transportieren müssen, dass sie da auch schnell sich bewegen, die Arbeiter. Ihr wisst ja, das macht alles was aus, ne? Das sieht zwar immer so nach nichts aus, wenn man das nicht, so sieht direkt, aber ja. Ohnehin müssen wir unser Gefängnis mal verschönern. Hier, das sieht auch noch sehr, sehr hässlich aus. Da müssen wir auch mal Gehwegplatten hinmachen. Hier. Dabei da auch geputzt werden kann, das sieht auch hübscher aus. Ja, das hier war ein Griff ins Klo, erinnert euch. Der Duschraum sieht schrecklich aus. Wir haben irgendwie noch immer nicht genug Leute, die hier mal vernünftig sauber machen. Das ist echt ein Graus. Aber jetzt sind die Leute bei der Arbeit und jetzt müssten die Leute auch eigentlich hier bei der Arbeit Sicherheitsinstruktionen und solche Sachen kriegen. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht mit unserem da. So, Lehrstelle als Tischler, Verhaltenstherapie und Allgemeinbildungsprojekt. Ich weiß gar nicht, dann sind die hier auch in dem normalen Klassenzimmer. Dann müssen wir vielleicht ein zweites bauen. Ich habe keine Ahnung, ob man zwei bauen kann, weil ein externer Lehrer kommt. Wir sollten das vielleicht einfach mal probieren. Wir haben ja jetzt Geld genug dafür. Ich weiß nur noch nicht, wo wir das hinbauen sollen. Dann haben wir mal einen Personalraum. So, hier oben müssen wir jetzt noch hier wieder Betonplatten reinbauen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was das ist. Betonboden oder Betonplatten? Ich glaube, das ist Betonboden. Ja, und dann können wir hier direkt mal neue Zellen reinbauen. Und dazu klonen wir jetzt zunächst mal hier eine Zelle, die wir schon haben. Jetzt überlege ich gerade, da müssen wir die so hier nehmen, ne? So. Genau, und dann können wir hier die hier dran setzen. Das stimmt auch überein mit den Planungen, die ich hier hatte. Und dann haben wir hier jede Menge neue Zellen und hoffentlich auch Licht hier drin. Weil das ist ja so ein kleines Problem. Es war ein bisschen zu dunkel hier. Und die Exporte laufen auch. Läuft gut. Ja. Langsam lohnt sich in diesem Gefängnis. Ich muss aber gucken, ob meine Reusbad-Taste funktioniert. Ja, und auf jeden Fall will ich noch einen... Ach, das ist ja mal nervig mit dieser Tür hier. Da soll man vielleicht mal eine Personaltür reinbauen, oder? Oder wir sollten in der Küche eine Wache positionieren. Wir bauen die Tür mal aus und bauen stattdessen eine Personaltür rein. So, hier der Hofgang, der kommt bei unseren Schwerstgefangenen jetzt nicht so gut an. Den fehlt wahrscheinlich noch irgendwas. Was haben die denn für Probleme? Ah, die Kleidung. Ja, genau. Wir wollten eine Wäscherei noch reinmachen, damit wir drei Wäschereien haben, damit es noch schlechter funktioniert. So, wo kommt der Bauarbeiter? Da ist er. So. Jetzt haben wir noch eine vernünftige Tür. So, und hier wird oben schon gebaut. Da seht ihr schon. Da wird fleißig installiert. Ich glaube, da habe ich die Grundversorgung noch nicht. Also hier habe ich noch keine
Wasserrohr liegen. Nee, oh je. Hoffentlich ist das lang genug. Ja, und ob wir dann, ob das dann hier so fluffig auch weitergeht mit unserem fantastischen Knast, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Prison Architect, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn mein Frosch im Hals dann weg wäre, wäre auch toll. Ich sage danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.